Hallo, mein Name ist Thomas Antonitsch. Ich schreibe, aber ich beschreibe mich nicht. Also Interviewsituationen und zu erzählen, was mich beim Schreiben interessiert, finde ich wenig spannend. Bin lieber eine Person, die in solchen Filmsituationen, zum Beispiel bei Filmen, hinter der Kamera steht und nicht vor der Kamera sitzt und irgendwas erzählt. Ich bin lieber beim Schreiben am Schreibtisch und nicht in irgendeinem Saal, um es vorzulesen. Ich bin als Musiker lieber im Studio oder zu Hause am Klavier und komponiere meine Sachen, als auf einer Konzertbühne zu sitzen. Und wenn ich konsequent genug wäre, dann würde ich zum Beispiel solche Interviews verweigern. Leider lasse ich mich dann aber doch dazu breitschlagen, dann hier zu sitzen und irgendwas von mir zu geben. Also warum ich auf unter Anführungszeichen so vielen Ebenen arbeite, ist, weil es keinen Unterschied oder keine Grenzen für mich gibt, weil ich zum Beispiel in einer Band als Schlagzeuger begonnen habe zu spielen und dann gleichzeitig in der Band aber auch begonnen habe, Songtexte zu schreiben, das heißt Musik und Text und Lyrik sind dann ineinander übergegangen und das ist auch in anderen Genres so gewesen. Also man macht dann so ein Musikvideo, wo man den Text schon geschrieben hat auf die Kamera oder schneidet dann und dann ergibt halt eines das andere und deswegen ist das alles eigentlich ein großes Ding für mich. Ich war ein Jahr in Berkeley und habe dann begonnen, über amerikanische Dichterin, die Ruth Weiss, zu arbeiten und eine Biografie über sie zu schreiben. Deswegen bin ich dann immer öfter rüber und habe sie interviewt auch für 2-3 Wochen. Habe in ihrem Archiv gearbeitet und dann bei einem dieser Aufenthalte halt dann zufällig meine zukünftige Frau kennengelernt. An den USA begeistert oder inspiriert? Das ist ungefähr so eine Frage, wie wenn man fragt, was einen an Europa begeistert oder inspiriert. Also es gibt so viele Sachen, die cool sind und die nicht cool sind und das findet man über. Also es ist nicht so sehr jetzt das Land, es sind gewisse Abschnitte, Zonen, einzelne Individuen von 330 Millionen Leute, die halt einen zu irgendwas gedankenmäßig bewegen. Passiert halt zufällig öfter drüben als hier, aber das kann natürlich hier oder in Australien oder in Afrika genauso passieren. Ich wollte nie irgendwas machen, was irgendwie nur zum Geldverdienen dient. Für mich ist immer ein Job auch mit Leidenschaft verbunden. Egal, ob das jetzt Literaturwissenschaft ist, von der ich lang hauptsächlich gelebt habe, oder was Künstlerisches, was immer mehr eigentlich auch eine Verdienstmöglichkeit bietet. Ich meine, es gibt bei jedem Job trotz aller Leidenschaft auch immer Dinge, die nicht so angenehm sind, wie sich darstellen müssen, auch wenn man es nicht will oder wenn man nicht in der Stimmung ist. Aber gut, das gehört dazu. Und das nimmt man gerne im Chaos.